Today's America's Cup Racing is brought to you by Emirates. Es geht um die wichtigste Segeltrophäe überhaupt. Wer um den America's Cup kämpfen will, muss zuerst den Prada Cup gewinnen. Schauplatz: Auckland, Neuseeland. Helden werden geboren, Geschichte geschrieben. Drei Teams aus verschiedenen Nationen haben das gleiche Ziel, als Erste ihren Namen in diesen Silberpokal ritzen zu dürfen. Lunarossa Prada Pirelli unternimmt bereits seinen sechsten Anlauf. Es ist Zeit. 132 Jahre lang stand der America's Cup im New York Yacht Club. Nach 20 Jahren Absenz sind die Amis zurück mit der American Magic. Das ganze Team ist auf der Höhe. Auch dabei der Club, wo alles begann, 1851. Ineos Team UK repräsentiert den Royal Yacht Squadron. Ihre Mission? Den America's Cup nach 170 Jahren wieder nach Hause bringen. Es lohnt sich nur teilzunehmen, wenn man wirklich gewinnen will. Es wartet der Defender, Emirates Team New Zealand, das einzige Team, das seinen Finalplatz schon auf sicher hat. Fünf Wochen lang kämpfen die Boote nun im Matchracing Boot gegen Boot. Erst dann steht fest, wer den Prada Cup gewinnt. Ich darf Sie im Namen von MySports begrüßen in Auckland, dem Schauplatz des 36. America's Cup. Heute ist der Eröffnungstag der Challenger Series um den Prada Cup, der das Eintrittsticket zur prestigeträchtigsten Segelregatta garantiert. Für die drei Challenger beginnt heute der Ernst des Lebens zunächst. Die Round Robin, viermal jeder gegen jeden, das sind 12 Rennen. Der Sieger stößt direkt in den Finale um den Prada Cup vor, die anderen beiden Challenger bestreiten den Halbfinal. Und wenn der Prada Cup entschieden ist, dann beginnt der America's Cup. Das Revier für den Auftakt ist Course C, der sogenannte Stadium Course. Das Revier liegt gleich außerhalb des Hafens von Auckland. 2:10 vor dem Start fahren die Konkurrenten in die Startbox. 1,8 Kilometer Meilen lang ist der Kurs. Sehr eng und insgesamt dreimal geht es Upwind und Downwind. Der Wind bläst mit rund 12 Knoten aus südwestlicher Richtung. Den Auftakt machen die sogenannten Originals, die American Magic vom New York Yacht Club und Ineos Team UK. Start in 5, 4, 3, 2, 1, die Briten mit dem schwarzen Segel favorisieren die rechte Seite. Beide kommen aber gleich auf über die Startlinie. Vor allem auf Ineos Team UK darf man gespannt sein, denn in der World Series vor Weihnachten holten die Briten keinen einzigen Sieg. In der Zwischenzeit wurde die Britannia das Boot in einigen Bereichen überholt. Die Britannia wendet zuerst noch weiter nach rechts. Die Patriot, so der Bootsname der American Magic, folgt aber gleich. Vor allem bei den leichteren Winden war die Britannia bisher schlicht nicht konkurrenzfähig. Die Modifikationen scheinen sich aber auszuzahlen. Das Boot liegt ruhig und fährt schnell.
space the other side of it. Der amerikanische Skipper Dean Barker meint, dass auf der rechten Seite der Wind etwas stärker bläst. Deshalb ist es eher verwunderlich, dass die Briten nicht ganz bis zur Leyline rechts hinausgesegelt sind. Die Amerikaner gehen weiter raus in die Nähe der roten Leyline. Damit könnten sie sich im Vergleich zu den Briten ein Manöver sparen und wären im Vorteil. Aber der amerikanische Plan geht nicht ganz auf. Die Briten, etwas weiter oben im Bild gewesen, erwischen etwas besseren Wind und kommen mit Vorsprung zur ersten Marke. Die Amerikaner wählen die andere Seite, um sich aus den schlechten Winden der Briten halten zu können, und liegen ein paar Sekunden zurück. Interessant auch dieser Dialog von Skipper Ben Ainslie mit seinem Taktiker. Er spürt starken und konstanten Wind. Die Anzeige unten bestätigt das auch. True Wind Speed bei den Briten 14,6 Knoten. Bei den Amerikanern sind es nur knapp 11 Knoten. Auf diesem ersten Downwind-Deck bauen die Briten ihren Vorsprung also kontinuierlich aus. Dean Barker von der American Magic ist in der Defensive. Schauen wir uns einmal an, was das in Sekunden beim zweiten Gate heißt. Yeah. 19 Sekunden und dann unterläuft der American Magic auch noch einen Segelfehler, der viel Tempo kostet. Es läuft für den Underdog, die Briten. Auch jetzt wieder freuen sie sich über guten Wind und segeln sauber. Insgesamt scheint zwar beim Blick auf die Tempomessung unten, dass die Briten ein klein wenig langsamer sind auf diesem Upwind-Leg. Doch es wirkt alles ruhiger, stabiler als auf der anderen Seite bei den Amerikanern. Und die Briten brauchen auch weniger Manöver. Die große Frage ist, was für radikale Änderungen die Briten seit Weihnachten vorgenommen haben. Einziger Anhaltspunkt, wenn man sich die Foils anschaut. Vorher waren diese rot, jetzt sind sie schwarz. Und es ist stark anzunehmen, dass da nicht nur gemalt, sondern auch konstruktiv verändert wurde. Wenn man Sir Ben Ainslie etwas zugestehen muss, dann, dass er sein Team seglerisch zu Bestleistungen antreiben kann. Absolut perfekt, mit ganz wenig Marge, die Bojenrundung beim dritten Gate. Im Vergleich dazu die Amerikaner. Sie müssen noch einmal ein Zusatzmanöver einlegen. Wahrscheinlich haben sie auch noch einen unerwarteten Windshift gehabt. Der Abstand beträgt jetzt bei Rennhälfte bereits 47 Sekunden. Es ist schon unglaublich, welchen Wandel die Briten durchgemacht haben. Die Frage stellt sich, ob Ben Ainslie bisher geblufft hatte und die Gegnerschaft in falscher Sicherheit wiegen wollte. Der Unterschied zwischen Ineos Team UK vor Weihnachten und jetzt ist jedenfalls frappant. Die Amerikaner hier im Bild haben keine Chance.
Und die waren ja etwa Level mit dem Defender Team New Zealand. So oder so haben die Briten ihre Hausaufgaben gemacht und werden jetzt ganz sicher nicht mehr belächelt. Gespannt kann man sein, wie der nächste Vergleich dann sein wird. Es kann ja nicht sein, dass American Magic in den 3 Wochen seit dem letzten Rennen so viel schlechter geworden ist. Die Amerikaner haben ihrerseits ganz sicher auch an Verbesserungen getüftelt. Eine Minute und 8 Sekunden sind jedenfalls nicht mehr aufzuholen für die American Magic auf dem letzten Teilstück. Klar haben sich die Briten schon sehr früh auf die richtige Seite des Kurses geschlagen, wo die Windbedingungen besser sind. Aber das haben die Amerikaner recht schnell auch realisiert. Nur fehlte ihnen die technische Überlegenheit, den kleinen Rückstand aufzuholen. Denn auch taktisch und seglerisch zeigte sich Ineos Team UK absolut perfekt. So kommen die Briten nach der enttäuschenden World Series jetzt zu ihrem ersten Punkt. Jetzt, wo es drauf ankommt. Schließlich sind es nicht einfach ein paar Sekunden, die Ineos Team UK herausholt, sondern die satte Marge von 1 Minute und 20 Sekunden. Den Amerikanern muss dies zu denken geben und die Briten dürfen fürs Erste sicher erleichtert sein. Das fühlt sich auf alle Fälle besser an als die 6 Niederlagen in Serie oder wie viele es waren. Wir haben rechtzeitig herausgefunden, wie wir auf diese Verhältnisse reagieren müssen. Thanks, guys. Dean Barker auf der amerikanischen Seite hat schon etwas mehr Erklärungsbedarf. Zunächst einmal haben wir ein paar Gelegenheiten ausgelassen, die uns ermöglicht hätten, dran zu bleiben. Aber Hut ab vor Ineos Team UK. Sie haben ein sauberes Rennen abgeliefert. Sie haben offenbar auch an ihrem technischen Rückstand gearbeitet. Aber das war jetzt einmal ein Rennen. Die Serie ist noch lang und sie müssen den heutigen Erfolg erst einmal bestätigen. Much preferred to have come out with a win, but at the same time, it's a long series and we've got to just keep improving. Yeah, cheers. Es gibt gleich eine klitzekleine Pause und dann werden wir sehen, ob die Bestätigung folgt, wenn Ineos Team UK gegen den Challenger of Record antritt. Der Tag hat also mit einer Überraschung begonnen, mit dem Sieg von Ineos Team UK gegen American Magic. Schaffen die Briten dasselbe Kunststück auch gegen die Italiener von Luna Rossa Prada Pirelli? Ben Ainslie gegen Jimmy Spithill während dem Vorstart. Das könnte ganz lustig werden, so wie die aufeinander zusteuern. Ainslie setzt sich hier vor die Italiener, und zwar wie? Wenn die Briten wieder die rechte Seite wollten, dann bekommen sie sie hier. Von jetzt an kommt es darauf an, rechtzeitig über die Startlinie zu kommen. Gut 20 Sekunden noch. Die Startlinie liegt rechts, also müssen beide nochmals wenden.
Luna Rossa ist etwas spät dran. Die Briten hingegen praktisch sekundengenau und auf ihrer favorisierten Seite. Sehr schön zu sehen in dieser Einstellung, dass die Briten auch einen etwas höheren Kurs steuern können. Luna Rossa muss wenden, um aus dem Abwind von Ineos Team UK herauszusegeln. Also auch beim zweiten Anlauf gegen eines der Schwergewichte hat Ineos Team UK die Oberhand. Aus dieser Helikopterperspektive nur zu erahnen, aber dank der Anzeige unten erkennbar. Der Wind auf der rechten Seite, wo die Briten segeln, ist stärker. Das Spezialistenauge erkennt im eingekreisten Gebiet den schwächeren Wind, da sich das Wasser viel weniger kräuselt. Ben Ainslie hat also den Start wiederum für sich entschieden in allen Belangen und folgt jetzt dem Wind. Ein Wind, der etwas stärker bläst als noch im ersten Rennen des Tages, was den Briten nochmals entgegenkommt. Da bei ihnen die Gleichung gilt, je stärker der Wind, desto besser funktioniert die Britannia. Die Italiener sind weit draußen. Die Briten können bereits zur Bojenrundung ansetzen. Passage beim Top Gate und die Briten liegen vorne. Der Abstand beträgt 15 Sekunden, das ist auf alle Fälle noch kein entscheidender Vorsprung. In Metern sind das gut 300. Was man hier auch gut sieht, ist die Geschwindigkeit, die bei der Luna Rossa deutlich höher ist. Also oben beim Kurs herrschen definitiv etwas andere Verhältnisse. Zur Erinnerung, die Geschwindigkeit in Knoten umgerechnet, in Kilometer pro Stunde beträgt etwa 75. Man kann sich also eine Überlandfahrt in einem Cabrio vorstellen, wo man sich aus dem Schutz der Frontscheibe erhebt. Ineos Team UK kontrolliert die Begegnung mit der Luna Rossa Prada Pirelli und nähert sich dem zweiten Gate. Sekunden betrug der Vorsprung vorhin beim oberen Gate. Die Luna Rossa hat es nicht geschafft aufzuholen. Die Differenz jetzt 22 Sekunden, immer noch nicht alle Welt. Aber die Italiener befinden sich in der Defensive, müssen auch wieder zuerst nach links weg, um aus dem Einfluss des britischen Bootes zu kommen. Immerhin sind sie in Schlagdistanz, müssen aber auf einen Fehler der Briten warten. Zum zweiten Mal am Topgate sieht es aber nicht so aus, als ob Ineos Team UK schwächeln würde. Gemessen werden jetzt 23 Sekunden, also praktisch kein Verlust oder Gewinn. Wie schon bei der letzten Bojenrundung bei diesem Topgate zeigt die Luna Rossa kleine Unsicherheiten. Der Rumpf berührt das Wasser mehrfach, was bei den Briten nicht der Fall war. Nur schon wegen dieser weniger zackigen Manöver verliert die Luna Rossa an Boden. Three, two, one, four down.
Yeah, nice. Okay. Right up. It's getting lighter out here. We'll be picking our moment back to that. Low moment. It's better for pressure blends, if anything. Wenn die Briten wiederum die rechte Seite suchen, was aufgrund der bisherigen Erfahrung mit dem Wind nur logisch wäre, folgt nun also eine Halse. Sie haben das Kommando gehört. Damit ist also auch das vierte Teilstück absolviert. Wieder Gelegenheit zur Bilanz über den Abstand. Praktisch dieselbe Ausgangslage mit den Italienern, die die andere Kursseite nehmen. Der Abstand wieder bei etwa 23 Sekunden, wie schon nach dem dritten Teilstück. Die beiden Teams haben nun komplett unterschiedliche Seiten gewählt, also einen großen Split. Luna Rossa muss natürlich etwas riskieren und auf einen Linksdreher hoffen, damit sie den Briten näher kommen können. Denn langsam muss etwas passieren aus der Sicht der Italiener. Virtuell eingezeichnet sehen Sie die Distanz, die Abwind deutlich geringer ist als Downwind. Insgesamt ist aber klar, solange die Briten keinen Fehler begehen, bleiben sie weiter vorn. An Bord der Britannia läuft alles wie am Schnürchen. Luna Rossa Prada Pirelli kann lediglich nachziehen. Was nach den World Series kaum jemand für möglich gehalten hätte, wird immer wahrscheinlicher, dass nämlich die Briten am Ende des ersten Tages am Prada Cup mit 2 Siegen auf dem Konto an der Klassementsspitze auftauchen. Gerne würden wir uns noch einmal die Unterschiede bei der Passage des Upwind Gates anschauen. Die Britannia berührt das Wasser kaum, aber die Italiener nehmen diesmal die andere Seite, auch wieder in der Hoffnung, einen Winddreher zu erwischen. Immerhin ist der Rückstand um 10 Sekunden geschrumpft. Aber dieser Wechsel, oben links wegzugehen, geht komplett in die Hose, denn dort oben ist der Wind definitiv schwächer und Ineos Team UK kann seelenruhig davonsegeln. Was aber beim generellen Eindruck von Ineos Team UK auffällt, ist die Sicherheit bei allen Manövern, die die Briten jetzt ausstrahlen. Das lässt sich nicht nur erreichen mit Drill der Mannschaft, sondern muss mit einer technischen Veränderung zusammenhängen. Was genau, darüber lässt sich nur spekulieren. Ob es eine Veränderung an der Hardware, also Foils oder Flaps, oder an der Computersoftware, bei deren Bedienung zusammenhängt. Ineos Team UK gelingt jedenfalls der perfekte Start in den Prada Cup. 2 Rennen, 2 Siege. Wie ist dieser Wandel zu erklären, Ben Ainslie? Das ganze Boot wurde komplett überholt. Segel, Rigging, Software, alles Mögliche. Ein herzliches Dankeschön an alle Designer, Ingenieure und das ganze Team an Land. Die haben rund um die Uhr daran gearbeitet. Dazu noch der Blick auf die andere Seite zu Luna Rossa Prada Pirelli. Nein.
No, we could. They sailed very, very well today, and full credit to the Ineos team. Kompliment ans Ineos-Team. Die sind heute hervorragend gesegelt. Nach dem Start haben wir uns bemüht, den Schaden zu begrenzen und in ihrer Nähe zu bleiben. Leider haben sich die Winde nicht so verhalten, wie wir das gehofft hatten. Wir haben ein paar Sachen versucht oben im Kurs, aber es hat nichts geklappt. But yeah, just couldn't find a way around them. But yeah, again, full credit. They sailed very, very well in front then. Überraschender Start in den Prada Cup. Der Außenseiter Ineos Team UK hat seine ersten beiden Siege in einem Wettkampf des 36. America's Cup errungen. Damit wächst im britischen Lager die Hoffnung, dass das Warten auf den America's Cup nach 170 Jahren ein Ende haben könnte. Der Weg dorthin ist aber noch lang. Der nächste Schritt dazu folgt morgen. Für Sie wiederum zu sehen auf MySports. Today's America's Cup Racing is brought to you by North Sails.